Gut, wir sind wieder da im nächsten Part. Wir wollen jetzt weitermachen. Gucken uns an, wie hier rechts alles in Stellung geht, wie wir links weiter vorrücken. Da war schon ein Feindkontakt. Oh, der sich aber wohl eh gerade zurückziehen wollte. Da behalten wir mein Auge drauf. Dann, hier geben wir immer noch Sperrfeuer auf das Haku. Oh, da ist wohl gerade eine Gewehrgranate geflogen. Ja, was tut sich hier drüben? Aktuell nicht ganz so viel. Die semmeln aber ganz gut rüber. Lenkt mich gerade ein wenig ab. Unsere MGs hier sind in Stellung gegangen, stellen jetzt hier gerade auf. Zumindest das eine ist hier schon mal. Das zweite ist hier, wird auch aufgestellt. Keine Sicht zueinander, ist mir jetzt erstmal Wurst. Saku hier hat sowieso minus eins. Naja. Da sind aber auch zwei unterdrückt, ob die von eigenem Feuer oder nicht. Ist ja gleich auch mal sehen. Ja, soweit, so gut. Ja. Verluste haben wir ja tatsächlich keine. Nervös sind sie, machen jetzt aber weiter. Die hier haben scheint die Person abtransportiert. Daraufhin gehen sie jetzt so schnell dorthin, werden den nächsten hoffentlich abtransportieren und sich anschließend wieder in Eile in das Gebäude bewegen. Gut, das MG hier oben wird jetzt aufgestellt gleich. Sie sind noch nicht ganz oben, werden das aber tun. Letztendlich werde ich dann warten, dass die, wenn sie hier oben sind, sich wieder ein wenig beruhigt haben. Die werden auch hier bleiben. Das Squad wird dann hier vorgehen. Das hat leider keine wirkliche Sicht nach da drüben, aber nach da. Genau, das MG kann hier komplett diese Seite abzirkeln. Und die können notfalls auf das Gebäude Sperrfeuer geben. Ja, der erste Mörser ist hier. Absitzen. In Eile. Dorthin. Waffe aufstellen. Okay, der zweite Mörser befindet sich noch hier. Der dritte. Ach, der dritte steht schon dort. Okay. Absitzen. In Eile. Dorthin. Okay, kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen, dass hier Mörser auf Ponser, weil sie halt aktuell noch als Jeep gezählt werden. Dementsprechend. Okay. Hier gibt es anscheinend noch 60 mm Granaten und so ein Krempel drin. Interessant. Gut, das heißt, so in 2-3 Runden sind die Mörser dann einsatzbereit. Was habt ihr für eine Aufstellzeit? 21 Sekunden. Und werden uns dann hoffentlich das Vorgehen hier auf diesen Bereich erleichtern. Wir sind jetzt auch schon unter einer Stunde. Das heißt, wir haben gleich die Hälfte der Zeit verbraucht. Um überhaupt erstmal hier in Stellung zu gehen, ist nicht ideal.
Aber ich glaube auch kein Beinbruch. Und wenn wir hier das Platoon wieder zusammenfügen können und dann einen gemeinsamen Angriff auf den Bahnhof machen, dann denke ich, haben wir damit auch ganz gute Karten. Aufpassen müssen wir auf jeden Fall auf diesen Bereich, da wir den nicht gesäubert haben. Dem Bereich auch, aber ich denke, dass sich die hier schon gemeldet hätten. Das heißt, wie gesagt, vorgehen, hierhin, ein bis zwei MGs dort in Stellung bringen, Beobachter in Stellung bringen, dort Feuer frei drauf. Und dann denke ich, wird ein Platoon erst an dieses Gebäude springen, dort hinüber, dann hier an der Mauer entlang in dieses Gebäude, vielleicht auch gleich zwei Squads gleichzeitig, dann dort dieses und dieses besetzen, anschließend drittes Squad nachziehen, hier durchbewegen, dorthin bewegen. Okay, ich sehe gerade von hier aus aber nichts, keine Sicht. Dann wahrscheinlich eher, das ist eine komplett hohe Mauer. Dann wahrscheinlich eher hier durch und dann dorthin und dort Stellung beziehen hinter dem Gebäude erstmal und abwarten. Letztendlich werde ich auf diese beiden Häuser direkt wieder Feuer geben. Da werde ich auch nochmal Mörser drauf einschlagen lassen, da vorhin ja definitiv irgendwo ein Maschinengewehr war. Gut, ich denke, bis das da drüben soweit ist, wird irgendwann auch hier die Nebelwand stehen, damit quasi hier letztendlich dann unser drittes Platoon, wenn es denn komplett ist und ausgeruht ist, hinüberspringen kann. Dann ist mein Plan, mit der MG-Unterstützung, die wahrscheinlich nicht über die Mauer wirken kann, aber doch bis zu dem Hang und auf das Gebäude kann es dann auch wieder wirken. Mit der MG-Unterstützung hier vor Ort und den Panzern sich hier durchzuarbeiten, letztendlich dieses Gebäude, diesen Komplex nehmen. Anschließend diesen Komplex auf jeden Fall im Auge behalten. Panzer, wahrscheinlich beide Sherman, auf diese Höhe hier bringen. Und von dieser Höhe mit einem Platoon komplett vorzugehen. Quasi zwei Squads immer hier in Deckungsposition zu haben. Drittes Squad springt rüber. Anschließend sichern und nachziehen. Dazu auf jeden Fall sehen, dass die, auch wenn sie keine keine HE-Munition mehr haben, dass die Jacksons hier teilweise wirken können, um quasi letztendlich dort decken zu können. Sollte jetzt zum Beispiel auf dieses Gebäude überspringen, dass wir dort direkt Feuer öffnen können. Vielleicht lasse ich auch erstmal einen Sherman noch so lange hier. Zum Beispiel den Sherman W, da der hier auf die komplette Oberetage wirken kann. Und wenn dann alle drei Squads letztendlich, also das gesammelte Platoon, hier drin sich befindet, diese Gebäude sichern, diesen Komplex sichern und ein Abmarsch vorbereiten auf diese Richtung. Dazu werde ich dann an dieser Ecke hier vorne ein MG stationieren, das mir diesen Bereich hier offen hält. Wahrscheinlich mit einem zweiten MG in der Überlagerung hier, um diesen Bereich zu sichern. Werde dann später auch die beiden anderen MGs nachziehen. Eines voraussichtlich hier, das andere hier. Oder sogar ein MG erstmal wieder hier, das andere hier. Damit habe ich dann einen sehr guten Feuerbereich auf diesen Teil. Mit dem MG hier kann ich auf jeden Fall diesen Bereich decken. Und dann werde ich mit einem Platoon letztendlich hier vorgehen, mit dem zweiten Platoon hier vorgehen und
das Ganze dann aus der Distanz mit Panzern unterstützen. Währenddessen gehe ich ab davon aus, dass das erste Platoon hier Position bezogen hat und wir dann im Großen und Ganzen aber die Arbeit von den zwei Platoons mit der Dog Company Unterstützung machen lassen, bis quasi die beiden Platoons diesen Bereich hier gesichert haben. Das wird, denke ich, anstrengend genug und auch sehr stark mit Ausfällen kombiniert. Und dann werde ich mindestens ein MG dorthin nachziehen und dann mich mit den Platoons hier durch diese Häuserkomplexe durcharbeiten. Da müssen wir mal gucken. Das sind alles Einzelgebäude. Das heißt, gegebenenfalls werden wir auch die Gebäude so gut es geht ignorieren und hier überschlagen vorgehen, immer mit Sicht auf den Gebäuden. Das sollte dort Feind aufgeklärt werden, sofort das Feuer eröffnet wird. Dann hier hinten den Teil quasi attackieren. Das wird noch ein wenig anstrengend, weil wir in dieses Eckgebäude nicht rein können. Das heißt, wir müssen in dieses Gebäude hinein und in dieses Gebäude haben dann einen relativ schlechten Schusswinkel auf hier das HJ-Gebäude. Dann gegebenenfalls Straße einrauchen, obwohl das bei mir noch nie so schön geklappt hat, wie es soll. Straße überspringen in dieses Gebäude. Auch hier ist kein Durchgang möglich, aber hier kommen wir dann in den Innenhof. Und dann mindestens ein zusätzliches Squad zu dem, die hier stationiert sind, in dieses Gebäude bringen. Später gegebenenfalls MGs nachziehen. Und dann sehen wir, ob wir tatsächlich das HJ-Gebäude noch bekommen. Oder ob wir aufgrund der Tatsache, dass wir das Ganze unter größten Verlusten nur schaffen, obwohl wir da natürlich dann eventuell, wenn wir Sicht drauf bekommen, da mal ganz freundlich Mörserfeuer reinhageln lassen können. Sollte ich bis dahin noch Mörser- und Artilleriemunition haben, werde ich da voraussichtlich dann alles reinfeuern, was wir irgendwie noch haben. Schön wäre, wenn wir quasi später unseren Artilleriebeobachter hier in dieses Gebäude bekommen und vielleicht auch ein MG. Und letztendlich dann hier direkt auf dieses Gebäude, gegebenenfalls auf dieses Gebäude, dann Artilleriefeuer bringen können. Vielleicht kriegen wir die Gebäude sogar zerstört, aber ich glaube mit der 105er nicht. Da fehlt uns die 155er diesmal. Gut, ich weiß, wieder sehr, sehr viel Text. Ich mache das hauptsächlich, weil ich hoffe, dass euch mein Plan an der Geschichte auch ein wenig interessiert. Das muss natürlich nicht so sein. Ihr könnt mir ja einfach drunter schreiben, wenn euch das zu langweilig ist. Gut, hier werden wir auf jeden Fall noch mindestens warten, bis das MG aufgestellt ist. So starke Eile haben wir dann doch nicht. Außerdem Mörser in Bereitschaft und, und. Und hier müssen wir auch auf den Nebel warten. Wir machen erstmal weiter. Nachteil ist, dass jetzt sich natürlich ganz klar die feindliche Artillerie wieder auf uns einschießen könnte. Roger, Fire Mission Request. Out. Okay, jetzt ist die Fire Mission für den Rauch angekommen. Der Brauch bisher auf Artillerie-Seite noch nicht verwendet, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, wie stark jetzt letztendlich dieser Rauch wirken wird. Die sind noch nicht bereit, die haben das im Gebäude Stellung bezogen.
Die können auf jeden Fall schon mal in den ersten Stock hinunter. Eine Tür ist hier hinten, da brauchen wir uns also keine Sorgen machen. Den hier werde ich jetzt erstmal statt des Feuerbefehls wieder einen Sicherungssektor zuweisen. Denn aktuell bringt mir den hier Feuer nichts. Das MG ist aufgestellt. Das MG noch nicht. Die sind noch dabei. Gebt den Mörsern. Sagen, dass sie quasi aufstellen sollen. Das kann ich dann jetzt nächste Runde hier wieder machen. Das heißt, sie haben hier einen Mörser, der ist einsatzbereit, einer nicht und noch einer nicht. Mal gucken, ob sich das, die so nah dran sind, jetzt auswirkt auf den Mörser. 4 Minuten. Nicht wirklich. Vielleicht wäre das noch besser, wenn die nicht über Funk, sondern wenn die quasi über Sicht miteinander direkt kommunizieren könnten, aber das ist jetzt nicht so wichtig. 4 Minuten ist ja eigentlich noch eine gute Zeit, muss man jetzt mal sagen. Die haben WP dabei, das würde ich jetzt einfach mal irgendwie auf Phosphor schätzen, obwohl ich gar nicht so wirklich sicher weiß, war Phosphor im Zweiten Weltkrieg schon ein Thema? Weißer Phosphor, ich weiß. Unmenschlichsten Arten ist. Aber ja, gut. Kann man sich jetzt über die Menschlichkeit im Krieg sicherlich streiten. Hier werde ich mal sagen, öffnen. Dann sollte der eigentlich sein Maschinengewehr bemannen. Hoffe ich. Jedenfalls, zumindest hat er dann bessere Sicht, wenn ich mich nicht irre. Gut, gibt es sonst etwas zu tun? Wir könnten hier so langsam das HQ und alles ja nachziehen. Das MG wollte ich noch nicht, weil das ja dorthin feuern kann. Okay, das MG von dort dürfte eigentlich keinen Schusswinkel nach hier unten haben, also brauchen wir da jetzt noch nicht draufhämmern, können uns die Munition gepflegt sparen. Ja, und warten noch mal 1 Minute. Schauen wir mal. Okay, wir sehen auch, der Trupp hier legt sich hier wieder weg. Ja, na klar, weil ich doof bin. Ich muss sie da auch schon wenig lassen, sonst werden die dem wohl nicht helfen. Trefferturm links. Oh, okay. Da ist der Kommandant wohl dann selbstständig der Unterluke gegangen. Das kam irgendwo von hier drüben. Wahrscheinlich noch Restbesatzung von den zerschlagenen Geschützen. Oder ich gehe aktuell davon aus, dass sie zerschlagen sind.
gut, dann werde ich dem aber sagen, er möchte sich auch nochmal bitte wieder reinverziehen. Da ist aktuell für mich ein Verlust eines Kommandanten jetzt zu gefährlich. Gut, die sind ermüdet. Sorry drum. Da hab ich Mist gebaut. Bewegt euch da bitte nochmal hin. Zu wem gehört denn jetzt es? Ah, der gehört zu denen, ihrem Trupp. Munitionsschlepper, aber auch den lassen wir nicht zurück. So, hier haben unsere Jungs den Mörser aufgebaut. Er späht hier auch ganz kräftig. Ah, nicht, dass sich da einer der Steine bewegt. Das ist ja gefährlich. Die hier scheinen miteinander zu quasseln. Ganz schöne Stummelmörser. Gut. MG ist immer noch nicht bereit. Ich definiere lieber sicherheitshalber nochmal die Blickrichtung. Ja. Ziehe ich das MG jetzt nach und bringe es mit auf eine Höhe? Kann es denn hier irgendwo hinwirken? Oh, boah, immerhin da auf die ersten zwei Gebäude. Könnte es denn von hier aus besser wirken? Dahin nicht, dahin ja. Dahin, dahin. Da zum Teil hin. Dahin würde es auch nicht gehen. Aber dahin kann ja eigentlich dieses wirken. Okay, dann werden wir das MG eilig darüber verschieben. Dort aufbauen lassen. Richtung nach dort. Hier werden wir wohl noch eine Minute warten müssen. Aber ich hätte wirklich da ganz gerne erstmal das MG in Stellung. Könnte das denn eigentlich... Nee, da kann es nicht hin. Da kann es, dort nicht. Da wir aber aktuell Zeit haben... würde ich sagen, jagen wir doch einfach mal dahin. Mal so ein bisschen, okay, ist ja jetzt schon wenig aufpassen, damit sind wir nämlich dann schon in Panzerschreckreichweite. Aber ich befürchte, dass da noch was ist und wenn ich da meinen Squad darüber bewege, könnte mir da der Einzelgimp-Schütze eventuell Ärger machen. Gut. Versuchen wir das erstmal. Und hoffen, dass uns da nicht der Sherman W. ausgerechnet um die Ohren fliegt.
Okay, hier ist das 1919 aufgebaut. Okay, das ist der Rauch, aber der ist ein bisschen verkehrt, Freunde. So, beim besten Willen. Aber ich sehe gerade schon, ja, uiuiui. Das fliegt mir jetzt schon wieder um die Ohren. Gut, das MG ist aufgebaut. Das bedeutet, Freunde, es geht jetzt los. Dort hinüber, zweite Etage, Blickrichtung nach da, sind die Etagen, nein, sind nicht verbunden. Das heißt, ich muss auch keine Angst haben, dass mir da was in die Flanke fällt. Dieses hier ist auch nichts. Das heißt, ich werde vermutlich, wenn die hier in Stellung sind, ein Angriffsteam ausgliedern. Und damit dann unter Deckung von denen noch darauf vorgehen, gucken, ob ich da noch was zu vernichten finde. Gehören die Gebäude denn zusammen oder sind das auch einzelne? Upp. Ob ich mich Schokolade verfahren? Okay, auch das sind Einzelgebäude. Das heißt, die Deutschen sind da entweder noch drin oder tot. Ich gehe bis jetzt von ersterem aus. Und daher werde ich das Ding dann mal kräftig unter Sperrfeuer legen lassen. Gut, Munition habt ihr genug dabei. Dann macht das doch jetzt bitte mal schon mal. Dann sind die Deutschen vielleicht schon ein wenig nervös. Wenn sie überhaupt noch drin sind. Gut. Das MG würde ich ganz gerne erstmal noch hier behalten. Ja. Das ist eigentlich bei dem. Okay, der darf auch Artillerie anfordern, hat aber kein Fernglas. Gut, der Spähtrupp ist hier. Dann sind wir auch gleich bei der Halbzeit. Ich weiß ja nicht, ob ich im Nahkampf mit einer Bazooka schießen würde. Ich meine, die beiden Gebäude sind so dicht beieinander. Fire perfect, over. Ja. Könnte man quasi mit Papierkügelchen sich Nachrichten überbringen. Gut, die sind in Stellung, der Hof scheint sauber zu sein. Daraufhin ziehe kurz 30 Sekunden, löschen, Angriffsteam ausgliedern, eile, eile, Jagd, zweiter Stock. Zweite Ebene. Eile, zweite Ebene. Blickrichtung nach dort gewendet. Anschließend nach. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die sich nicht hier selber unterdrücken mit ihrem Feuer. Wenn das soweit erledigt ist, wird dann dieser Squad hier nachrücken und dann sollten wir den Innenhof relativ schnell räumen können. Mit dem dritten Squad. Bis dahin sollte hier der Rauch sein. Mir wäre natürlich lieber der Rauch wäre ein bisschen weiter hier hinten. Aber shit happens jetzt. Ich denke, insgesamt sind wir auf einem guten Weg.
haben jetzt Halbzeit, haben bisher zugegebenermaßen noch nichts erreicht. Ja, ich sag ja, die unterdrücken sich selber mit ihrem Feuer. Hier haben wir einen Toten. Gut. Schön, dass ihr euch selber unterdrückt. Das finde ich gut, Jungs. Ihr wisst, wie man das macht. Da muss man mal ein bisschen drauf gucken, dass da auch eine Tür ist. Da bin ich in der Vergangenheit schon ein wenig auf die Nase gefallen. Ah, da wir den Bereich hier nicht sicher haben, macht da mal lieber schnell. Hier werden wir dann sturmweise vorgehen. Ich hoffe, dass der Rauch noch ein bisschen schöner wird. Es reicht aktuell vielleicht nicht für gezieltes Feuer, aber gut, das kann da noch eine Runde bleiben. Letztendlich, klar, komm später dahin, obwohl ich glaube, da werde ich eher dieses nachziehen. Mir ein wenig die Zeit zu sparen. Die werden hier so ein bisschen Deckung geben. Nur damit ich früh genug mitkriege, falls ich hier verlagern müsste, falls der Gegner sich entscheiden sollte, hier irgendwo vorzugehen. Obwohl ich halt nicht weiß, ob die KI das tatsächlich macht oder so. Okay, der war auf jeden Fall deiner Panzerfaust ausgerichtet. Ich nehme mal an, dass sich dann der zweite hier irgendwie verpieselt hat. Obwohl er da hinaus, weil ich ihn da nicht sehen konnte. Aber was soll's. Also ich gehe jetzt davon aus, dass er nicht alleine war. Weil wann hat man hier mal einen Einzelschützen? Auf jeden Fall hier muss ich mich langsam vorbereiten. Wir sehen ja, der Rauch bleibt immerhin ein wenig stehen. Erstmal weiter.
Ah, der gefällt mir schon besser da, der Rauch. Hätte natürlich am besten doch alle vier Geschütze nehmen sollen. Es ist einfach bei mir aktuell noch der Lernprozess. Jedenfalls schiebe ich es mal darauf. Los, eine kann auf jeden Fall noch mindestens kommen. Das war der böse Gewehrschütze. Und der böse Gewehrschütze hat sich jetzt ausgewehrt. Bloß eine Salve Rauch kann noch schon mal noch kommen. Ah, wohl nicht mehr. Wäre jetzt gerade im Anflug. Gut, wir werden jetzt schon mal Ziele definieren, wie dass wir darauf schießen lassen, Sperrfeuer, darauf Sperrfeuer geben lassen. Wäre noch ganz schön, wenn wir noch was finden. Oh. Da war vorhin bestätigter Kontakt, Hämmern war da auch mal drauf. Ziel leicht, dorthin auch. Rückwärts, dorthin. Nicht kurz, sondern leicht. Da auch nochmal drauf segeln lassen. Da mal, obwohl man sagen muss, durch den Rauch hier, der ein bisschen daneben gegangen ist, haben wir natürlich eine schöne Deckung über die gesamte Fläche. Hier sind wir mittlerweile drin. Die sind noch guter Dinge. Die haben hier den gesamten Block quasi im Überblick. Auch das ist schön. Gut, da haben wir steht, wie erwartet, keine Feuerlinie. Ja, dann wird's halt die letzte HI, die da einmal kurz reinfliegt von den Jacksons. Aber da war vorhin was und ich möchte das auf jeden Fall unterdrückt haben. Ich sehe gerade, wir müssen das noch ein wenig aufsplitten. Ich möchte die einfach nicht allein an einem Ort haben. Und meine Gefahr, die ich sehe, ist, wenn ich sie jetzt per Sturm rüberbringe, dass einfach, weil das Ganze zu lange dauert, hier noch welche sind, bis der Rauch sich verzogen hat. Trotzdem gebe ich den allen jetzt erstmal am Anfang nochmal eine Pause von 15 Sekunden. Dann sollten gleich nochmal Rauch einschlagen. Das Unterdrückungsfeuer beginnt. Und letztendlich sollten sie dann eigentlich drüben sein. Gut, die haben ihrem Kameraden geholfen. Sind jetzt sichtbar ermüdet.
gut. Hier wechseln wir den Befehl mal zu Heiler. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal eine Runde wieder zu tun. Hey ho, let's go! Und dann sehen wir mal, ob sie jetzt alle in den Tod reinlaufen. Das war wohl Mörserfeuer. Halt, stopp, was haben wir hier? Okay, das war kein Mörserfeuer. Das war ein Panzerschreckschütze. Okay, das ist jetzt natürlich eine super gefährliche Situation. Hier haben wir einen Panzerschreckschützen, der sich bestimmt jetzt auch nicht... Der ist gerade beim Nachladen, der sich also so leicht nicht von unserem Sherman hier beeindrucken lässt. Und wir auch andersweitig da jetzt gerade kein Feuer drauf kriegen. Wie weit ist der entfernt? 200 und Meter, der sollte also eigentlich gerade mal so in Reichweite sein. Also wir ziehen den Sherman weiter zurück und geben ihm ein Sperrfeuer. Er kann da wieder nicht hinsehen. Er soll auf jeden Fall gleich Rauch schmeißen. Und zurück. Dafür haben wir hier unsere Aufgabe auf jeden Fall erfüllt. Die Squads sind drüben. Aber 30 Sekunden später, wenn oder 20, wenn die anderen schon halbwegs in Stellung sind. Sechsundzwanzig haben wir noch, ist jetzt nicht mehr so viel. Also auf jeden Fall ist der Plan erstmal aufgegangen. Darüber bin ich im Großen und Ganzen glücklich. Aber dass unser Sherman da jetzt unter Feuer gerät, finde ich natürlich nicht so toll.
Das kann nämlich sehr schnell bösartig enden. Aber schauen wir mal, wie der Plan wird. Ich muss auch gleich mal gucken, wie lange wir schon wieder dabei sind. Wir hier mal einen Ausfall. Konnten Sie wegen dem Rauch nicht sehen, kann ich Ihnen gar keinen Vorwurf machen. Ich habe schon gesehen, dass dort im oberen Stock etwas ist, da kann ich aber von hier aus nicht drauf schießen. Die können. Ja, von dem wusste ich nichts, den habe ich nicht gesehen. Und da ist halt, das war jetzt das Doof an der Rauchgranate. Ich fand sie eigentlich erst ganz gut, wie sie da lag. Aber hätte sie natürlich hier gelegen, wären sie hier rumgekommen und hätten ihn sofort gesehen. So haben sie da einen tödlich Verwundeten. Ist ein 1-zu-1-Tausch, ist nichts Katastrophales, ist aber halt auch nicht gut. Ansonsten, ich guck mal ganz kurz, wie weit wir sind. Okay, wir haben jetzt noch fast eine Viertelstunde Zeit. Es reicht auf jeden Fall, um zu sehen, wie gut wir hier jetzt noch einfließen können. Bis dahin werden wir hoffentlich auch unseren Angriff auf dieses Gebäude geplant haben. Kommt man hier eigentlich? Das ist auch wieder alles Einzel. Das sind alles Einzelgebäude. Das ist sehr, sehr schade. Und in dieses Gebäude sehe ich gerade, kommen wir von der Seite auch gar nicht rein. Kommt man also nur von hier rein. Das ist schlecht. Keine Katastrophe, aber auch nicht gut. So werde ich jetzt einfach mal was riskieren. Ach, der kann ja auch nicht. Ja, das ist ein bisschen doof, dass Panzer nicht durch. Nee, ich kann das nicht riskieren. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, ich hole ihn nach und bringe ihn dann hier in Stellung, aber da ein Panzer nicht durch Mauern stoßen kann, ist mir die Gefahr, dass hier zum Beispiel Panzerabwehrtrupp drin sitzt, der mir das Ding dann wegbläst, einfach zu hoch. Gut, dafür ist hier das erste Squad quasi schon da. Im Grunde genommen können wir im Moment nichts machen als warten. Wir hoffen, dass sich das da drüben nicht als Todesfalle erweist.
Okay, die haben ihren Verletzten auch gleich versorgt. Werde vielleicht bei denen hier gleich. Okay, da haben sie den nächsten Verletzten. Das heißt, da müssen wir jetzt Feuer drauf bringen. Was haben wir da? So eine MP40 würde ich jetzt mal behaupten, vom Klang her. Ah, scheiß Schmeißer. Okay, zwei Ausfälle bei so einer Überquerung. Musste ich mit rechnen. Aber langsam kommen wir wirklich schon in den 20er-Bereich rein, von dem ich gesprochen hatte. Jetzt habe ich leider nicht geguckt, ob der eine Panzerfaust dabei hatte. Ja. Okay, das ist der Mörser, der sich hier gerade annähert. Der wird wohl noch ein wenig brauchen, bis er halbwegs trifft. Die sind auch noch nicht da, sind aber anscheinend nicht unterdrückt worden. Ich halte das Feuer auf die meisten Gebäude jetzt erstmal nochmal oben. Munition ist hier noch genügend vorhanden. Wenn die wahrscheinlich schon ihr Munitionsträger geplündert haben. Hier wird weiter das Feuer aufrechterhalten. Währenddessen werden die. Ich überlege gerade, ob die das machen sollen oder nicht. Könnten ja auch mit Feuer drauf geben. Ja, es wird jetzt überlegen, wie wir möglichst an dieses Gebäude rankommen. Hätte ich Pioniere dabei, würde ich mir unten den Eingang sprengen. Aber das ist jetzt hier einfach nicht. Das heißt, wir müssen, weil dieses Gebäude schon gar nicht so unwichtig ist, müssen wir quasi hier rüber. Da ist jetzt die Frage, wenn ihr hier rüber setzt, habt ihr dann noch halbwegs Sicht auf das Gebäude? Nein, haben sie nicht. Wo müsst ihr hin? Ihr müsst nach dort. Das heißt, wenn ich euch da quasi halt jagend hier hinschicke, habt ihr hier aber wieder Sicht oder nicht? Genau. Das heißt, ich würde die jagend hierher schicken, würde dann anschließend, also von hier aus, würde die dann anschließend von, würde dann später das zweite Squad hierher eilig nachziehen, dann hier überspringen, von hier in das Gebäude hinein und letztendlich so einfließen. Erstmal ins Erdgeschoss, weil ich da nicht riskieren muss, ganz so viel Feuer zu bekommen. Und dann, wenn ich hier zwei Squads drin habe, sowohl in dem als auch in dem Gebäude, beide gleichzeitig jagend ins zweite OG, von da aus diesen Block überwachen. Dann macht sich schon wieder ein Squad bereit hier rüber, geht in Stellung. Wenn es dran ist, springt das zweite nach, zwei gleichzeitig stürmen und fertig ist die Laube. Aber ich glaube, damit ist jetzt auch langsam unsere Zeit erschöpft. Das prüfe ich nochmal. Ich
Ich gucke da jetzt ein bisschen öfters drauf, weil ich ja auch möchte, dass ihr relativ gleichmäßige Parts habt und ich die auch dementsprechend relativ zügig hochladen kann. Gut, gerade geguckt. Für den nächsten Zug haben wir noch Zeit. Werde erstmal nochmal fix mein Team hierher bringen. Mein HQ-Team. Um letztendlich dann die brauchen nicht mehr, denn es ist ja alles drüben. Die brauchen nur noch einen Zielbereich. Wie sieht's hier drüben aus? Sie sind auch noch nicht ganz da. Ja, dann lassen wir die Runde noch mal ablaufen. Und dann war's das für diesen Part. Okay, ist eben kurz gesehen worden, dass sich der wohl bewegt hat oder da hat sich eventuell was bewegt oder war das die ganze Zeit? Nein, genau, es wurde kurz Bewegung gesehen. Da sehen wir gleich, das Symbol springt hier rüber, das heißt, sie hatten hier kurz Kontakt. Heißt natürlich, wir müssen jetzt gleich diese Etage festlegen für das Feuer. Okay, da ist er wieder. Hat gerade nachgeladen. Schießt zurück. Ist aber unterdrückt. Hat hoffentlich noch keinen Schaden angerichtet. Gut. Wir sind rübergekommen. Wir werden jetzt auch gleich hier nochmal sagen, Bums, Feindziel direkt bekämpfen. Bums, Feindziel direkt bekämpfen. Die haben keine Sicht. Die können unterdrücken. Munition haben sie, glaube ich, alle noch relativ gut dabei. Ja, hier geht mir bald die MP-Munition aus. Ist noch circa ein Ladestreifen, also ein Magazin quasi. Gucken, ob ich nachher noch ein bisschen MP-Munition, also Thompson-Munition besorgen kann. Oder nicht. Okay, die warten auf ihren restlichen Teil. Da werde ich noch drauf warten müssen nächstes Mal. Und dann würde ich sagen, hier machen wir Feierabend. Bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem, was wir bis jetzt geschafft haben. Wenn nicht, Anmerkungen, Tipps, Kommentare immer in den tollen Kommentarbereich von YouTube rein. Oder auch ruhig mal liken, wenn ihr wollt. Müsst ihr aber nicht. Ist mir Wurst ist falsch. Ist mir jetzt nicht ganz so wichtig, weil das müsst ihr wissen. Gut, damit auf bis zum nächsten Mal. Bis denn dann.